was ich dafür gäbe, dort zu sein, wenn er in Odins Halle erscheint. Der Einäugige hat heute viel zu tun. Aber ich kann meinen Bruder nicht auf fremden Feldern liegen lassen. Ich muss ihn nach Hause bringen und ihm ein ehrenvolles Begräbnis bereiten. Ich verstehe. Möge Freya euren Weg bewachen, Bruder. Auf bald. Ja, auf bald. Ha, dieses Gesicht sehe ich gern. Soma, wie geht es in Grantabrück? Wir blühen auf, genau wie in unserem ersten Jahr. Und dafür bin ich dir zu Dank verpflichtet. Das Risiko, das ich damals einging, war weit geringer als deines jetzt. Ich danke dir, dass du meinem Ruf gefolgt bist. Ein Eid ist ein Eid, Eivor. Versilbert und aus Eisen geschmiedet. Ober Ragnarsson, es erleichtert mich, dich hier zu sehen. Willkommen. Eivor Wolfsmal führt mich mit einem Überfall auf Westsexe in Versuchung. Wie könnte ich da widerstehen? Hier beenden wir das Werk, das dein Vater vor mehr als einem Jahrzehnt begann. Bist du bereit? Mehr als bereit. Ich bin hungrig. Sieh mal nach, Sünen. Ist es nicht schön, aus der Stadt raus ins Freie zu kommen? Hier ist es mir zu leer. Erke, Stor, bereit zum Angriff? Ich habe Vorbehalte. Das Spatzenherz hat Vorbehalte. Obwohl Mercia und Westsexe auf dem Krieg liegen, sind sie Christen. Wenn ich mit ihnen rede, könnten wir ein Blutvergießen vermeiden. Du kennst die Menschen dieser Insel besser als ich, Stowe. Ich vertraue dir. Danke, Eivor. Ich werde tun, was ich kann. Kühne Soldaten, ich bin Stor, Greve von Lunden. Dieser Däne an meiner Seite ist Greve Erke. Wir wachen gemeinsam über Lunden. Er ist mein Freund. Zusammen sorgen wir für Gerechtigkeit. In Lunden leben wir in Eintracht mit Dänen zusammen.
Ihr könntet das auch. Aber euer König teilt diese Ansicht nicht. Elfred lässt seine Lande bluten und reiht euch auf in einem sinnlosen Krieg. Und jetzt sollt ihr dafür sterben. Also beschwöre ich euch, in Gottes Namen, verlasst dieses Lager. Ich werde euch gute neue Beschäftigung in Lunden finden. Ihr seid gute Männer, treue Männer. Dieser Tag muss nicht euer letzter sein. Er hat recht. Die Dänen werden hierbleiben, ob wir wollen oder nicht. Warum jetzt sterben? Sei kein Idiot! Sobald du dein Schwert senkst, bringen sie uns um! Da redet kein Heide. Er ist ein Sachse. Ich glaube ihm wirklich. Auf, Leute! In Lunden wartet ein neues Leben auf uns. Das ist besser, als hier im Schlamm zu sterben. Um euch, Verräter, kümmern wir uns später. Die anderen! Angriff! Danke, mein Freund. Aber jetzt regeln wir das auf meine Art. Worte scheitern! Sprich das Eisen! Du wirst leiden! Jeder Tote ist ein Toter zu viel. Jetzt muss ich noch Volkes Vorräte vernichten. Zeig mir, was vor uns liegt. So viele Tote. Danke. Haben wir das Richtige getan? Zu Hause können wir dem Gesetz folgen. Hier draußen haben wir nur unser Schwert.
nicht gut. Was siehst du, alte Freundin?
Guldefort gibt es nur Bauern und Kornsilos. Uber wird in der Nähe sein. Was siehst du? Alles bereit? Für eine Stadt der Bauern und Hirten gibt es hier ziemlich viele Schwerter. Einer von ihnen sieht aus wie ein Tarn, hat ein paar üble Kerle dabei. Er ist ins Langhaus gegangen. Wenn wir aufpassen, wird der Tarn es vielleicht nicht bemerken, wenn wir die Silos anzünden. Soll das ein Scherz sein? Sollen die kommen? Ich habe ewig keinen fähigen Sachsenkrieger mehr getroffen. Ich muss sehen, was du siehst. Yeah.
willkommen. Du solltest immer gut ausgestattet sein. Oh ja, ein meisterhaftes Stück. Ja, so treibst du deinen Feinden Angst ins Herz. Bis zum nächsten Mal. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Los, Sühnen. Wir wurden entdeckt. Odin sei Dank. Oh, das soll er schleichen. Wo ist der richtige Kerl? Wir bringen Gottes Gnade!
Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Yeah.
ich auch mal probieren. Was siehst du da oben, Sünen? Verfluche dich! Dann wird es nicht mehr dauern.
Überrumpelt den Hohlkopf! Weiter.